Bestimmt wart ihr schon mal in folgender Situation. Ihr schaut euch YouTube-Videos an, die euch interessieren, zum Beispiel Kochvideos. Und nach werden euch immer mehr zu genau diesem Thema angezeigt. Sowohl auf eurer Startseite als auch bei den Videovorschlägen sind auf einmal ganz viele Kochvideos. Und dann verschwindet ihr in einem Sog aus für euch interessanten Inhalten, seid mittlerweile seit mehreren Stunden auf YouTube unterwegs und fragt euch danach, wie die Zeit so schnell vergehen konnte. Mit solchen Szenarien beschäftigen wir uns heute. Denn die Videos, die euch zum Beispiel auf YouTube vorgeschlagen werden, erscheinen nicht rein zufällig. Sie folgen einem Algorithmus. Was das überhaupt ist, wie er euch beeinflusst und warum er auch gefährlich sein kann, darum geht es heute bei Hintergrund. Jetzt aber einen Schritt nach dem anderen. Algorithmen können noch viel mehr, als euch nur Videos auf YouTube zu empfehlen. Denn Algorithmen begegnen euch jeden Tag rund um die Uhr und ihr bekommt es womöglich gar nicht mit. Egal ob bei der Planung von Flugzeugrouten oder auch ganz aktuell in der Medizin bei der Entwicklung von Impfstoffen. Überall stecken Algorithmen drin. Wir wollen uns heute mit Algorithmen beschäftigen, die euch täglich hunderte Male begegnen. Die Rede ist von den Algorithmen von Google, YouTube, Instagram und Co. Bevor wir die Algorithmen dieser Plattform genauer in den Fokus nehmen, müssen wir erstmal klären, wie diese überhaupt funktionieren. Und nein, keine Sorge, um diesen Teil zu verstehen, ist kein jahrelanges Informatikstudium nötig. Was ist also ein Algorithmus? Zunächst muss man sagen, dass es viele verschiedene Arten von Algorithmen gibt. Diese erfüllen alle unterschiedliche Aufgaben. Trotzdem bestehen sie aus denselben Bausteinen. Diese Bausteine sind Rechenbefehle und Regeln, wie ihr sie aus dem Matheunterricht oder vielleicht aus der Informatik kennt. Zum Beispiel Rechnungen wie x plus y ist gleich z. Diese Regel führt der Algorithmus immer in derselben Reihenfolge aus und kommt dann zu einem klaren Ergebnis. Dieses Ergebnis muss immer das gleiche sein, solange die eingegebenen Daten auch gleich bleiben. Ganz ähnlich, wie ihr das bei einem Kuchenrezept kennt. Zuerst gibt man 4 Eier und 400 Gramm Mehl in eine Schüssel und vermengt sie. Wenn der Teig dann noch zu trocken ist, gibt man noch ein Ei hinzu. Befolgt man die Anweisungen immer in der gleichen Reihenfolge, kommt immer derselbe Kuchen dabei raus. Ein Algorithmus kann aber nicht einfach nur mit Zahlen gespeist werden. Das liegt daran, dass jede Form von Daten, die ihr auf dem Rechner habt, für euren Computer immer nur Einsen und Nullen sind. Texte, Bilder und Videos werden dann einfach in diese Binärcodes übersetzt und verarbeitet. Hier noch ein Beispiel. Ihr sucht in einem Lexikon einen Begriff, der mit R anfängt, und schlagt das Lexikon in der Mitte auf. Jetzt seid ihr beim Buchstaben K. In dem Teil des Lexikons, der vor dem Buchstaben K liegt, werdet ihr euer Wort nicht finden. Denn mathematisch ausgedrückt ist K kleiner als R. Daher kann alles, was vor K liegt, ausgeschlossen werden. Ihr schlagt nun wieder die zweite Hälfte des Buchs auf und landet bei S. Nun geht das Spiel so lange weiter, bis ihr beim gesuchten Wort angekommen seid. Das Prinzip beim Algorithmus von YouTube oder Instagram funktioniert erstmal genauso. Nur die Daten, die der Algorithmus verwendet, sind andere. Nämlich eure Nutzungsdaten. Also beispielsweise eure Watchtime. Das ist die Information, wie lange ihr ein Video angeschaut habt, wann ihr vorspult und wann ihr das Video beendet habt oder ob ihr ein Like gegeben habt. Das alles sind Werte, die der Algorithmus für sich nutzt. Mit diesen Daten werden dann Rechenschritte durchgeführt. Das Ergebnis ist dann ein vorgeschlagenes Video oder angepasste Werbung. Also Sie können zum Beispiel eine Datenbankanfrage starten. Was mag dieser Benutzer gerne oder was hat er sich in den letzten Wochen angeschaut? Zum Beispiel, er hat die und die Videos gesehen und dann kann man nachschauen, in welche Kategorien sind die einsortiert. Zum Beispiel Comedy oder Actionfilm oder weiß der Kuckuck. Ja. Und dann könnte man, also das ist jetzt sehr naiv, ne? Da könnte man sagen, okay, er hat viele Actionfilme geguckt, dann gebe ich ihm auch in Zukunft Actionfilme. Aber natürlich ist es in Wahrheit viel komplizierter, dass ein maschineller Lernalgorithmus sich ganz viele Daten anschaut und vielleicht auch Zusammenhänge erkennt, die ein Mensch gar nicht erkennen würde. So ein Algorithmus kann im Laufe der Zeit aber auch seine Funktionsweisen ändern. Das sieht man beispielsweise bei YouTube. Denn die Faktoren, nach denen entschieden wird, welche Videos euch angezeigt werden, haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder verändert. YouTube zufolge schauen wir ganze 70% der Zeit, in der wir Videos konsumieren, keine Inhalte, die wir aktiv gesucht haben, sondern welche, die uns vorgeschlagen wurden. Aber wie wird entschieden, was euch angezeigt wird?
Vor 2012 waren noch die Videoaufrufe der entscheidende Faktor. Was also häufig geklickt wurde, wurde als besonders relevant eingestuft und damit auch häufiger vorgeschlagen. Dadurch wurde Clickbaiting allerdings belohnt, weshalb in den folgenden Jahren auch die Ansichtsdauer mit einbezogen wurde. Bis heute wurde der Algorithmus immer stärker personalisiert und an die Nutzerin angepasst. Mittlerweile spielen viele weitere Faktoren eine Rolle. Beispielsweise, wie häufig ZuschauerInnen das Video gesehen haben und auch wie lange sie dran geblieben sind. Außerdem, wie sich die Klickzahlen im Laufe der Zeit verändert haben, wie neu das Video ist oder wie häufig die jeweiligen CreatorInnen Videos hochladen. Was haben diese Multimilliardenkonzerne eigentlich vom Algorithmus? Grundsätzlich gilt festzuhalten, Google, YouTube, Meta und Co. verdienen ihr Geld in erster Linie mit Werbung. Und logisch ist, je länger wir uns YouTube-Videos oder Instagram-Posts anschauen, desto mehr Werbung sehen wir. Das bedeutet wiederum, dass mit längeren Nutzungszeiten mehr Daten gesammelt werden können. Mit diesen Daten wird auch die Werbung immer besser an uns angepasst. Vielleicht kennt ihr das ja. Ihr habt vor kurzem nach Urlaubszielen gesucht und bekommt auf einmal häufiger Werbung mit Urlaubsorten. Das Ziel solcher Konzerne ist es also, uns an deren Plattform zu binden. Die Tatsache, dass diese Algorithmen ökonomisch arbeiten, sollte man nicht unterschätzen. Denn Algorithmen bestimmen ja letztendlich, welche Informationen wir erhalten. Wenn wir uns also immer mehr online informieren, dann tun wir das häufig auf Plattformen, die ökonomischen Richtlinien folgen. Was machen diese Algorithmen dann mit unserer Informationskultur? Es ist ja schon angeklungen, dass der Algorithmus auch kritisch zu betrachten ist. Und tatsächlich scheint er viele Menschen zu beunruhigen. Sie befürchten ein verzerrtes Weltbild durch das systematische Ausblenden bestimmter Inhalte. Das wiederum kann sich auf unser demokratisches Zusammenleben auswirken. Um diese Gefahren einordnen zu können, müssen wir uns zunächst zwei Begriffe genauer anschauen. Das sind zum einen Filterblasen und zum anderen Echokammern. Der Begriff Filterblase wurde durch den Autoren Eli Pariser geprägt, der in einem TED-Talk folgendes Szenario beschrieben hat. Zwei seiner Freunde bekamen für die gleiche Google-Suche nach Ägypten zwei unterschiedliche Ergebnisse angezeigt. Der eine bekam politische Inhalte ausgespielt, der andere Urlaubsorte. Dieses Phänomen kommt nicht nur bei Google vor, sondern auch bei anderen Plattformen wie TikTok oder YouTube. In Filterblasen empfiehlt euch der Algorithmus nur noch Inhalte, die euch potenziell interessieren könnten. Das kann man sich wie ein personalisiertes Informationsuniversum vorstellen. Das bedeutet, dass ihr Inhalte passend zu euren Vorlieben oder politischen Einstellungen angezeigt bekommt. Es bildet sich also eine Art Blase, in der ihr als KonsumentInnen von Inhalten umgeben seid, die auf eure Interessen zugeschnitten sind. Dadurch spielen andere Inhalte eine untergeordnete Rolle. Jetzt zu dem Begriff der Echokammer. Dabei handelt es sich um eine Umgebung, in der eure eigene Meinung wie ein Echo zurückhallt. Der Unterschied zu Filterblasen? Es geht bei Echokammern mehr um das Zusammenschließen von Gleichgesinnten zu Netzwerken. Dadurch verlagert sich die öffentliche Kommunikation in Kammern. Dort bestärken sich die NutzerInnen gegenseitig in ihren Meinungen. Es entsteht das Gefühl, dass alle eure Meinung teilen, obwohl das vielleicht gar nicht der Fall ist. Wie bei Filterblasen besteht die Gefahr, dass wir uns nicht mit anderen Ansichten auseinandersetzen. Allerdings lassen sich diese beiden Konzepte nicht immer eins zu eins auf die Realität übertragen. Eine ganz wichtige Sache ist, dass Echokammern und Filterblasen extreme Konzepte sind, extreme Modelle sind, die in der Wirklichkeit nie auftreten. Die Vorstellung wäre ja, wenn ich in einer perfekten Filterblase sein sollte, dass ich mich nur über eine einzige Plattform informiere, keine Zeitung lese, kein Radio, kein Fernsehen, nicht mit anderen Menschen rede, nicht irgendwo im Internet surfe, sondern nur über diese Plattform meine Informationen bekomme. Und dass diese Plattform dann dementsprechend perfekt ihre Informationen auf mich abstimmt. Das passiert in Wirklichkeit eigentlich nie. Und zwar deswegen, weil Menschen einfach ganz viele verschiedene Informationsquellen kombinieren. Wir können uns anderen Informationen also nicht immer entziehen. Die interessante Frage ist nicht unbedingt, ob es Filterblasen und Echokammern gibt, sondern vielmehr bis zu welchem Grad. Algorithmen sind eine große potenzielle Gefahr für die Gesellschaft, weil sie heimlich Menschen manipulieren können. Aktuell betrifft das sehr wenige. Und wenn im Moment jemand betroffen ist, dann hauptsächlich an Randbereichen, Radikale. Und an dieser Stelle ist das, was Algorithmen machen, das Verstärken von problematischen Tendenzen. Das heißt, im Moment sind Algorithmen ein Problem für einzelne radikale Individuen oder Gruppen. Und langfristig könnten sie potenziell
ein Problem für noch mehr werden. Das sind sie aber im Moment noch nicht. Ob es also zu solchen Phänomenen kommt, hängt vor allem von eurer Persönlichkeit und euren Ansichten ab. In der Realität sind nur wenige Menschen wirklich davon betroffen. Der Algorithmus begünstigt eine solche Entwicklung allerdings. Wir sollten uns also Gedanken machen. Wie prägen Algorithmen im Laufe der Zeit unsere Gesellschaft? Und ab wann treten tatsächlich negative Effekte auf? Für Wissenschaftler ist es nicht so einfach, diese Phänomene zu untersuchen. Das Problem der Selbstreflexion der Gesellschaft ist hier ein ganz großes und es wird auch immer größer. Die Gesellschaft schafft es nicht länger zu verstehen, was mit ihr selbst passiert, weil Kommunikation und Online-Verhalten in diesen Blackboxes stattfindet. Und wir als Sozialwissenschaftler tun unser Bestes, aber haben natürlich eine riesige Aufgabe, das überhaupt noch abzubilden und auch herauszufinden. Hinzu kommt, dass Plattformen den Zugang zu Daten erschweren. Also wir sehen wieder und wieder, dass diese Plattformen keine zuverlässige Quelle sind für sozialwissenschaftliche Datenerhebung. Und das heißt, dass wir als Forscherinnen und Forscher regelmäßig selber diese Daten erheben müssen. Aber wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir keinen Zugang zu den Daten von Google, Instagram und Co. bekommen? Um das zu beantworten, müssen wir erstmal die Definition dieser Plattform checken. Hier spielt die Bezeichnung intermediäres Telemedium eine wichtige Rolle. Und für die unter euch, die nicht wissen, was das ist, keine Panik, ihr seid nicht allein. Die Definition für Intermediäre haben die Ministerpräsidenten im neuen Medienstaatsvertrag von 2019 festgehalten. Dort werden Intermediäre definiert als jedes Telemedium, das journalistisch-redaktionelle Angebote Dritter aggregiert, selektiert und allgemein zugänglich präsentiert, ohne diese zu einem Gesamtangebot zusammenzufassen. Das bedeutet also, Medienintermediäre vermitteln zwischen denjenigen, die Inhalte produzieren, und denjenigen, die sie nutzen. Sie produzieren also keinen eigenen Content, sondern sammeln ihn, ordnen ihn und stellen ihn für euch zur Verfügung. Unter Medienintermediäre fallen soziale Netzwerke, Messenger, Videoportale und natürlich auch Suchmaschinen wie Google. Und diese sollen laut des neuen Medienstaatsvertrages alle auf Transparenz verpflichtet werden. Um die Meinungsvielfalt zu schützen, müssen die Anbieter preisgeben, auf welcher Grundlage sie Inhalte sammeln, auswählen und darstellen. Außerdem müssen sie erklären, wie sie die Inhalte bei der Sortierung gewichten. Das nennt sich Transparenzgebot. Zusätzlich gibt es das Diskriminierungsverbot. Das besagt, dass Medienintermediäre dazu verpflichtet sind, alle journalistischen Inhalte gleich zu behandeln. Der Content muss nach nachvollziehbaren Kriterien gesammelt, ausgewählt und dargestellt werden. Wieso ist es trotz alledem immer noch unmöglich, hinter die Algorithmen von beispielsweise YouTube oder TikTok zu schauen? Zunächst ist oft gar nicht klar, wo die jeweiligen Firmensitze sich befinden. Und wo soll man seine Beschwerde hinschicken, wenn man die Adresse nicht kennt? Und selbst wenn sie bekannt ist, reagieren einige Konzerne einfach nicht auf Anfragen. Ebenfalls problematisch: Google als Internetsuchmaschine sorgt mit einem Marktanteil von 92% für monopole Machtstrukturen. Dadurch generiert der Internetriese so viel Gewinn, dass auch Geldstrafen den Konzern nicht wirklich belasten. Wir sind uns sicher alle einig, dass es keine Lösung sein kann, bestimmte Plattformen einfach zu verbieten. Das wäre nämlich mit unserem Rechtsstaat und Grundgesetz nicht vereinbar. Vielmehr sollte man sinnvolle Verfahren einführen, die die Plattform zwingen, rechtswidrige Inhalte zu löschen. Wie wir jetzt also sehen konnten, ist es oft schwer, gegen diese Internetgiganten vorzugehen. Warum hat Europa sich in der Vergangenheit nicht gegen diese Konzerne zur Wehr setzen können? Zwar gibt es EU-Vorschriften und Zusatzregelungen, die Online-Angebote und digitale Dienste oder Märkte regulieren sollen. Doch diese wurden in jedem europäischen Land unterschiedlich umgesetzt. Und das wiederum hat zu einer Zersplitterung des EU-Rechts geführt. Um Konzernen und ihren Algorithmen Grenzen zu setzen, wäre aber ein gemeinsamer europäischer Rechtsrahmen nötig. Ich persönlich finde das Allerwichtigste an dieser Stelle, das entscheidende Kriterium dafür, ob Plattformen, Intermediäre, ob diese Algorithmen uns komplett beherrschen oder nicht, ist die Frage, ob wir Werkzeuge haben, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen und um darüber zu reflektieren. Wir brauchen also Transparenz. Das heißt, wir müssen in der Lage sein zu sehen, wo Algorithmen wirken. Wir müssen sehen, wie sie wirken. Und wir müssen die Möglichkeit haben, zumindest eine realistische Chance zu haben, uns dagegen zu wehren und dagegen vorzugehen. Aber was können wir im Kleinen jetzt schon tun? Klar ist, wir können uns den Algorithmen nicht vollständig entziehen.
Ihr könnt natürlich versuchen, alternative Apps oder Webseiten zu nutzen, denn nicht jede App verlangt gleich viele Daten von NutzerInnen. Wenn ihr das nächste Mal also euren App oder Play Store öffnet, prüft einfach vor dem Download, welche Daten von der jeweiligen App verlangt werden. Scheint euch die Menge oder die Art der Daten unverhältnismäßig, schaut euch doch lieber mal nach einer Alternative um. Da aber vermutlich niemand von uns in Zukunft aufhören wird, YouTube und andere große Plattformen zu nutzen, scheint dieser Tipp utopisch. Dennoch solltet ihr das Thema Datenschutz nicht aus den Augen verlieren. Beispielsweise beim Akzeptieren von Cookies. Das sind kleine Programme, die eure Daten sammeln und dem Anbieter übermitteln. Außerdem besteht auf einigen Plattformen die Möglichkeit, die Privatsphäre-Einstellung anzupassen. Falls diese Option besteht, könnt ihr selbst bestimmen, welche Daten ihr preisgeben möchtet. Bleibt also aufmerksam und geht nicht zu leichtfertig mit euren Daten um. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen und ihr konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. Falls ihr noch Tipps zum Umgang mit euren Daten habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und der wohl beste Trick, um sich mal eine kurze Pause vom Algorithmus zu gönnen, ist einfach mal das Handy auszuschalten.